Wann krieg ich denn mal Geld, Mann? Ist ganz lustig, oder? Sind alle Waisenhaus, sind alle glücklich. Eigentlich ist das, ich finde das ganz lustig, das Spiel. Ich mag ja sowas, so Entscheidungen treffen und so. So, Fall 3, Woche 2. Schuldig. Ey, brauch nicht weitergucken. Ja, so, man denkt eigentlich so ein simples Spiel. Guck mal, wie gekritzelt das ist. Aber genau sowas macht halt richtig Laune. So, okay, wir haben James Redlow, 51. Er ist schon mal vorbestraft gewesen. Was haben wir? Vorwurf, Attentat. Eine Person namens Amanda Selvia, die morgens in einem Waldgebiet nahe der Autobahn joggte, stieß beim Joggen auf den leblosen Körper einer Person namens Francis Crims. Es wurde festgestellt, dass die Überwachungskammer, die den Bereich, in dem sich der Vorfall ereignete, überwachte. Während des Vorfalls nicht funktioniert. Mann, hört doch mal auf mit eurer Scheiße. Okay. Dem Autopsiebericht zufolge starb er an den Folgen eines langen Sauerstoffmangels. Oh, er wurde erdrosselt. Ohne dass Spuren von Einwirkung auf seinem Körper zu erkennen waren. Angeblich war die letzte Person, die das Opfer traf, James Redlow. Ein Vorstandsmitglied der Firma Karen Welch. James Redlow hat dazu zu sagen, in dieser Nacht verließen wir gemeinsam die Firma. Wir fuhren mit seinem Fahrzeug zur Bar namens Loose Drop. Nachdem er etwa eine Stunde dort geblieben war, setzte er mich zu Hause ab. Ich weiß nicht, was er danach tat oder wohin er ging. Francis und ich waren gute Freunde. Als ich an der Bar saß, sah ich, wie er beunruhigt war. Aber egal, wie sehr ich ihn darauf, bestand, sagte er nichts. Also er sagte nichts, obwohl er ihn gefragt hat. Er sagte nur, dass in seinem Leben heutzutage etwas nicht stimmte und dass er, egal was er tat, nichts ändern könnte. Das ist alles, was ich sagen kann. Der Verlust eines engen Freundes tut mir so leid. Der sich selbst umgebracht? Amanda Selvia hat dazu gesagt, an diesem Morgen machte ich mich wie jeden Tag auf den Weg zu der Stelle im Wald, die ich immer am liebsten laufe. Während ich eine Pause machte, um Wasser zu trinken, sah ich einen Körper flach hinter den Büschen liegen. Ich informierte sofort die Polizeiteams. Ich erinnerte mich nur daran, dass die Person, die am Boden lag, einen Anzug trug und eine rote Rose trug? Schon wieder der Killer. Was ist denn das für ein Dreck? Hä? Warte mal. Was mache ich hier eigentlich? Hä? Muss das grün leuchten dann? Warte mal. Nee. Nee. Sag mal. Ach, hier sind doch die Dinger, ich Idiot. Mann, warum sagt ihr mir das denn nicht? So, dann hat der dritte. Guck auf das Bild, guck auf das Bild. Ist ja gut. Verweise. Wieder. Das Seil wurde in der Nähe der Leiche gefunden und diente zum Töten. Scheiße, wir haben schon wieder den Attentäter, ne? Er hat aber schon Vorstrafen, aber was hat er für Vorstrafen? Das würde ich gerne wissen. Ich würde gerne wissen, was er für Vorstrafen hat. Digitale Beweise? Keine. War klar. Also der Attentäter ist clever, ne? Der Attentäter macht immer die Kamera aus. Wie lange dauert Ihre Freundschaft mit Francis?
Wir arbeiteten seit circa 4 Jahren im selben Unternehmen. Seit 2 Jahren verbindet uns jedoch eine enge Freundschaft. Gab es jemanden in der Firma, der Francis Crims nicht mochte oder ihn kürzlich bedroht hatte? Nein. Soweit ich weiß, gibt es keine solche Person. Er war bereits CEO unseres Unternehmens und wurde von jedem Mitglied unserer Vorstandsteams geliebt. Bist du oft mit ihm in diese Bar gegangen? Ja, wir gingen mindestens 2-mal pro Woche hin und schütteten einander unser Herz aus. Aber hat der ich glaube nicht, dass der schuld ist. Aber war das der im Kofferraum gefunden wurde? War das der im Kofferraum gefunden wurde? Na, er guckt schon so, ne? So eklig. James Redlow. Was ist mit dem? Was sagt ihr? Ich würde eigentlich sagen, nichts, ne? Wenn ich ehrlich bin. Unschuldig. Ja, würde ich auch sagen, ne? Ich würde sagen, der ist unschuldig. Wie hieß das Spiel nochmal? Judge Sim. Damit die Leute auch wissen. Judge. Okay. So. Unschuldig. Eigentlich unschuldig. Da ist ein Serientäter unterwegs. Guck auf seine Hose. Wie soll ich auf seine Hose gucken? Ich sehe seine Hose nicht. Dann mache ich jetzt unschuldig, ne? Ich glaube nicht, dass das war. Der arbeitet seit... Was ist denn jetzt los? Aufgrund der Entscheidung, die sie in den Fällen getroffen haben, haben wir beschlossen, ihr Gehalt zu erhöhen. Ja, Mann! Diese Woche verdienen sie $700. Na endlich mal. Weil ich halt ein guter Richter bin. Oder wir. Das darf nicht zusammen 12 ergeben. 5. Oh gut. 8. Kohle. Geld abheben. Und jetzt kommt wieder Madame oder Kind irgendwas. $200 haben wir. Ey, es kommt mal keiner. Jetzt können wir mal zur Bar gehen, ne? Ich versauf die Scheiße. Willkommen, was möchten Sie? Ein Bierchen. Wein, Whisky. Ich nehme Whisky, Alter. $30. Guten Appetit, ja. Oh, jetzt geht aber Minus, ne? Gut, ich hätte es jetzt nicht machen brauchen. Das brauchen wir dann halt nur später. Wir sollen die Kinder noch wach? Schick die alle ins Bett. Und du hier so ins Schlafzimmer. Mach das schon mal fertig. Woche 3, Fall 1. Vor allem um 100 da betteln, ne? Also, ist schon krass. So, was haben wir denn hier? Name Eldon Duncan, 30. Schon vorbestraft, ja. Vorwürfe, Bedrohung, beabsichtigte Verletzung. Bedrohung und beabsichtigte Verletzung. Ah. Der Vorfall ereignete sich am Abend im Haus einer Person namens Eldon Duncan. Also bei ihm zu Hause. Die Person namens Arthur Darrell, die Verletzung verursachte, flüchtete unmittelbar nach dem Vorfall. Aufgrund des Hinweises der Person namens Eldon Duncan wurde ein Haftbefehl gegen Arthur Darrell erlassen. Bei der von unseren Polizisten aufgrund des Hinweises eingeleiteten Durchsuchung wurde festgestellt,
dass sich die Person namens Arthur Darrell im Haus seiner Schwester versteckte und am Abend von den Polizisten gefasst und zur Befragung auf die Polizeiwache gebracht wurde. Er hat sich also schon mal versteckt. Sehr verdächtig. Alden Duncan sagt, vor einem Monat habe ich mir etwas Geld von einer Person namens Arthur Darrell geliehen. Er rief mich immer wieder an und erzählte mir, dass meine Schulden sich verdoppelten und von Tag zu Tag anstiegen. Ich sagte ihm oft, dass ich noch keine Zahlung von meinem Arbeitsplatz erhalten habe und dass ich meine Schulden begleichen würde, wenn ich sie erhalte. Also wenn ich hier, okay. Trotzdem hörte er nie auf mich anzurufen. Er hörte nie auf mich anzurufen und zu belästigen. Und nach einer Weile begann er, mir nach Hause zu folgen. Aha, das auch noch. So, dann, obwohl ich diese Situation mehrmals dem Polizistenteam mitgemeldet habe, erhielt ich keine positive Antwort. Als ich schließlich meinen Arbeitsplatz verließ und in meinem Haus ankam, sah ich Arthur Darrell hinter mir. Ich bemerkte, dass er ein Messer in der Hand hielt. Er richtete das Messer auf mich und bat mich, ruhig zu sein und mit ihm in meine Wohnung zu gehen. Ich konnte nicht reagieren, weil ich Angst hatte. Dann gingen wir zu meiner Wohnung. Nachdem er das Haus betreten hatte, fing er an, mein Haus zu durchsuchen und nach Geld zu suchen. Als er es nicht finden konnte, stach er mir mit dem Messer ins Bein. Anschließend flüchtete er schnell aus der Wohnung. Danach nahm ich mein Telefon und bat die Polizisten um Hilfe. So, Arthur Darrell sagt dazu, vor etwa einem Monat rief mich Alden Duncan an und sagte, er brauchte etwas Geld. Obwohl ich mich selbst in einer schwierigen Situation befand, gab ich ihm das gewünschte Geld und erklärte ihm auch die Situation. Er sagte, er würde mir das Geld so schnell wie möglich zahlen. Da er nach einem Monat nicht reagierte, konnte ich es nicht ertragen und rief ihn an und sagte ihm, dass er seine Schulden begleichen müsse. Er sagte mir, dass er die Schulden begleichen würde, wenn ich zu dem von ihm genannten Datum und der angegebenen Uhrzeit zu ihm nach Hause käme. Als ich zu ihm nach Hause ging, sagte er mir, dass das Geld in seiner Wohnung sei und dass wir zur Wohnung hinaufgehen sollten. Als wir nach Hause kamen, bat er mich, mich zu setzen und er sagte, er käme bald zurück. Dann stand er mit einem Messer vor mir und begann mich zu bedrohen. Ach du Scheiße, jetzt hat er... Hä? Ich habe ihm gesagt, dass er seine Schulden auf jeden Fall bezahlen muss. Dann schwang er das Messer auf mich zu. In diesem Moment machte ich einen Versuch, mich zu verteidigen und das Messer blieb in Eldens Bein stecken. Danach nahm ich das Messer und rannte aus Angst zum Haus meiner Schwester. Na klar. Also er hat danach das Messer genommen. Also er hat das Messer aus seinem Bein gezogen und ist dann abgehauen. Leck mich doch. Mann, leck mich. Mann, Ratte. Ja, das war klar. Das war klar. Mann. Reicht aber. Was soll denn die Scheiße mit dem Dreck? So, ja klar, das Messer. So, Fingerabdrücke müssen ja jetzt von ihm drauf sein, ne? Auszug aus dem Telefongespräch zwischen Alden Duncan und Arthur Darrell. Wann gibst du mein Geld zurück? Also Arthur Darrell, wann gibst du mein Geld zurück? Alden, geben Sie mir bitte noch etwas Zeit. Ich werde so schnell wie möglich den Betrag zurückerstatten. Arthur, das ist genug. Ich kann nicht länger warten. Ich bin nicht dafür verantwortlich, was passiert, wenn Sie nicht bis spätestens morgen bezahlen. Alden daraufhin, beruhig dich. Ich sage, ich werde bezahlen. Arthur, wenn du nicht bis morgen bezahlst, bringe ich dich um. Da haben wir es schon. Auf jeden Fall, da haben wir es. So, 21, 27, 2.
21, 27, 2. Klar. Fingerabdrücke nur von ihm drauf. Haben wir Beweise, digitale? Nö. Der ist schuldig. Der ist schuldig. Hier, ganz ehrlich, können wir gleich... Woher kennen Sie die Person namens Arthur Darrell? Ich habe ihn letztes Jahr über die sozialen Medien kennengelernt und wir haben uns kennengelernt und sind Freunde geworden. In welcher Hand hielt Arthur Darrell das Messer, als er sie erstochen hat? Er hat ihn ja nicht erstochen, der ist doch da. Er hielt das Messer in seiner linken Hand und stach mit seiner linken Hand auf mich ein. Ich bin mir dabei sicher. Wie oft pro Woche hat Arthur Darrell sie angerufen? Er rief mich jeden Tag der Woche an und belästigte mich. Haben Sie Elden Duncan zwischen dem Tag, an dem Sie ihm das Geld geliehen haben und dem Tag, an dem sich der Vorfall ereignet, angerufen und belästigt? Nein, das habe ich nicht, euer Ehren. Mit welcher Hand hat die Person namens Elden Duncan das Messer auf... Wenn ich mich richtig erinnere, zeigt er mit der rechten Hand darauf. Jetzt hört sich so pissig an, ne? Den seine Aussagen sind der letzte Dreck. So, Verbrechen gegen organisierte Verbrechen, Schmuggel, ja, Finanzkriminalität. Warte mal. Geldwäsche? Nee, Steuerhinterziehung. Nee, Angriff. Einbruch? Hier. Beabsichtigte Verletzung? Beihilfe zum Selbstmord? Das brauchen wir nicht. Beleidigung, Bedrohung. Diebstahl, Erpressung, Autodiebstahl, bewaffneter Raub, Betrug. Also ich würde ja sagen, das ist beabsichtigte Verletzung. 14 Jahre Gefängnis, ne? Ne? 14 Jahre Gefängnis? Für Arthur Darrell? Oder was sagt ihr? Ist es korrekt? Oder handhabt ihr das anders? Ja, ja. 4 Jahre? 4 Jahre. Der hat ihn mit einem Messer angegriffen und du würdest ihm als Richter 4 Jahre geben. Komm, mach dich weg aus meiner Leitung. Was ist denn das? Ich stell mal vor, du wirst mit dem Messer angegriffen, der sticht dir in den Bauch und der kriegt nur 4 Jahre dafür. Gut, wir werden nochmal nachgucken. Angriff. Beabsichtigte Verletzung. Er hat ihn doch mit Absicht, er hat ihn doch bedroht. Oder? Warte. Na, man muss das jetzt so und so sehen. Ich geb den jetzt. Das war beabsichtigte Verletzung. Er ist so mit Messer dahin gekommen. Das war ja kein Angriff, das war ja beabsichtigt. Er hat ja schon die Absicht gehabt, ihn zu verletzen. Würde ich sagen. Ansonsten kommt er ja nicht mit dem Messer dahin. Schwierig. Also körperliche Gewaltverbrechen, also das ist es ja, oder? Dann 8 Jahre. Naja, ich muss ja die verschärften Dinger nehmen. Die haben doch hier, guck mal, verschärfte Strafe, die haben das doch erhöht. Also ich hab, was sagt ihr? Chat, was sagt ihr? Es kann doch ein normaler Angriff gewesen sein. Also ich will es nicht verneinen. Ich weiß nicht, wie das gehandhabt wird, ne? Strafe als Staatsanwalt brauchen wir nicht. Finanzielle Kriminalität. Drogenhandel, Menschenhandel. Organisation, Ja, mehr haben wir auch nicht. Bedrohung wäre ja auch nur 4 Jahre. Aber er hat ja mehr als verbalen Angriff gemacht. Diebstahl war es auch nicht. Also eins von den beiden hier, ne? Eins von den beiden. Ja gut, wobei, guck mal, Angriff können wir ja rausnehmen.
Weil hier steht ja beabsichtigte Verletzung. Er hat ihn ja verletzt. Der hat ja ein Messer am Bein gehabt. Was soll ich machen? Chetkovic. Acht Jahre oder? Was war denn das andere jetzt? 14, ne? Acht Jahre Knast und gut ist. Na gut. War da nicht nur ein Bild mit dem Messer? Ja, das Messer, da waren die Fingerabdrücke von dem wir gerade verurteilen. Und er hier ist dann unschuldig, ne? Ja, alles gut. In Ruhe. Sehr schön. Der läuft ja bis jetzt perfekt. Läuft er mit euch? Rechtlicher Vorschlag wurde angenommen. Kriminelle, die nicht geistig gesund sind, werden zur Behandlung statt zur Bestrafung geschickt. Also statt zur Bestrafung geschickt. Werden zur Behandlung statt zur Bestrafung geschickt. Ach du Scheiße. Jetzt müssen wir auch noch auf geistig... Gücke. Oh ja, okay, der sieht schon so aus. Nicht Beweise. Erstmal gucken wir uns die Akte an. Harvard's Roast? 25. Oh nee, psychische Gesundheitstest? Positiv. Gut. Vorwürfe, vorsätzliche Beschädigung von öffentlichem Eigentum. Hat er da in die Ecke gekackt oder was? Der Vorfall wurde von Bürgern bemerkt, die die Bänke der Gemeinde Trenthor nutzten, und aufgrund von Beschwerden wurde eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet. Die Kameraaufzeichnungen wurden eingehend untersucht und es wurde festgestellt, dass es sich bei dem Adressaten des Vorfalls um eine Person namens Harvard's Roast handelt. Als Lösung wurde eine neue Bank vor dem Rathaus von Trenthor aufgestellt und das Warten begann. Die Person namens Harvard's Roast saß mittags auf der Bank und holte einen Schneidwerkzeug aus der Tasche. Inzwischen wurde er von den Polizisten festgenommen. Was ist mit dem los? Harvard's Roast hat dazu zu sagen: Erstens wusste ich nicht, dass es ein Verbrechen war, dies zu tun. Der Grund, warum ich das mache, ist, ich habe mir ungewollt eine schlechte Angewohnheit angeeignet. Und daraus wurde eine Sucht. Ich kann das nicht mehr kontrollieren. Aber wie gesagt, ich wusste nicht, dass es ein Verbrechen ist, das zu tun. Das hört sich ja schon bescheuert an. Mach mal auf hier. Das kann ich. Wenn ich was kann, dann ist es das. Von der Person beschädigte Bank. Bei der Person gefundene Schneidwerkzeug. Ja, ist ja eigentlich gut. Ist eigentlich irrelevant, ne? Haben wir hier irgendwie was? Die digitale... Klasse. Nehmen wir an, du wusstest nicht, dass das, was du getan hast, ein Verbrechen darstellt. Wusstest du nicht, dass die Menschen, die diese Bänke und Sitze nutzten, Bürger waren? Natürlich weiß ich es, euer Ehren. Aber über diesen Teil habe ich nicht nachgedacht, als ich es getan habe. Bedauern Sie es, dies getan zu haben? Ich bereue es zutiefst und verspreche von nun an mein Bestes für den öffentlichen Frieden zu tun. Warte mal, öffentlicher, warte mal. Verbrechen gegen den Staat. Korruption, Terror, Verrat. Was ist der Alter? Verstoß gegen die Einschränkung. Ist das hier alles eins? Vorsätzliche Beschädigung von öffentlichem Eigentum. Was sagt ihr denn?
Also er hört sich schon komisch an, ne? Dass er dann sagt, ja, jetzt werde ich mein Bestes tun, um das friedlich... Weiß nicht. Wirklich, weiß nicht. Ansonsten hätten wir 12 Monate oder 24 Monate und 3000 Bußgeld. Ich glaube, ich mache 12 Monate und 3000 Bußgeld, ne? Das hört sich irgendwie bescheuert an. Die Scheiße, was der da sagt. ...24 Monate, soll ich machen? Ah, ich hätte jetzt nicht so heftig... Ah, okay. Ich hätte jetzt... ...und 3000. Ey, Junge, denkst du, kommst davon mit deiner Scheiße? Nee, nee. 3. Sehr gut. Sauber. Den haben wir. Wann gibt's denn Geld? So macht man ja ganz schnell Geld, reicht. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, ne? Ja, so. Jetzt könnt ihr mich nochmal fragen, Kiddies. Aber ihr kriegt nichts. Tschüss. So, Woche 3, Fall 3. Was ist denn jetzt los? So, worum jetzt denn hier? Hallo und herzlich willkommen im Gerichtssaal. So, Betreff des Prozesses. Musikproduktionsfirma namens Tranks. Tranks? Trance? Tranks. Musikproduktionsfirma namens The Wall. Sie behaupteten, sie hätten die Infrastruktur eines ihnen gehörenden Stücks genutzt und ihr Urheberrecht verletzt. Beklagter, The Wall, Musikproduktionsfirma, Kläger, Tranks. Okay. Beklagter ist The Wall und Kläger ist Tranks. In diesem Fall gibt es ein digitales Beweisstück. Beschreibung. Das Musikunternehmen Tranks hat in den letzten Wochen einen neuen Song veröffentlicht. 3 Tage nach der Veröffentlichung des Songs veröffentlichte die Musikfirma namens The Wall auch einen eigenen Song. Daraufhin argumentierte das Musikunternehmen namens Tranks, dass Urheberrechte verletzt würden, indem es die Struktur des Titels als Beweis anführte und dass dafür 10 Millionen US-Dollar? Entschädigung gezahlt werden müssten. Anwalt des Musikunternehmens Tranks. Wir haben viel Zeit mit dem Song verbracht, den wir veröffentlicht haben. Und wir waren sehr froh, ihn endlich fertigzustellen. Doch ein paar Tage später stellten wir fest, dass in dem von der Musikfirma The Wall veröffentlichten Song genau dieselben Strukturen verwendet wurden, die wir genutzt hatten. Unser Problem besteht hier nicht darin, dass sie dies tun, sondern darin, dass sie es ohne Erlaubnis tun. Wir haben uns entschieden, eine Schadensersatzklage einzureichen, die wir als Gegenleistung erhoffen. Wir fordern, dass die notwendigen Maßnahmen ergriffen werden. Anwalt der Musikfirma The Wall. Unser Song wurde mit einer völlig originellen Struktur und als Ergebnis langjähriger Bemühungen unserer Toningenieure erstellt. Diese Art von Vorwurf ist inakzeptabel. Wir gehen nicht davon aus, dass eine Urheberrechtsverletzung vorliegt. Nur weil die Struktur ähnlich ist, wir sind sicher, dass die Teile, die wir vor Ihnen veröffentlicht haben, auch Teile enthalten, die unsere Struktur ähneln.
Wir möchten diese Situation nicht zum Opfer fallen und fordern, dass die notwendigen Maßnahmen ergriffen werden. Also das ist eine Wall. Und das sind die Pisser, also die Angeklagten. So, Audioaufnahme. So, Tranks. Die haben zuerst das Lied veröffentlicht. Und The Wall, jetzt hören wir mal rein. Geiler Shit. Geil. Hören wir uns an. Geil. Maul jetzt. Na klar. Da ist es nur leise. Naja, doch, doch, hör mal. Und das machen sie auch. Da ist bloß schneller. Deswegen gehen sie ja von der Struktur aus. Genau, laut und leise. Von dem Sample. Das hier ist leiser und langsamer. Das hier ist lauter und schneller. Ja, kann ich schon verstehen. Es geht sogar eine Oktave tiefer, denn, ne? Das macht das hier, glaube ich, auch. Jetzt geht's tiefer. Oder höher? Höher, würde ich sagen, sogar. Was sagt ihr? Also, ich würde. Ja. Ja. Es hat Ähnlichkeiten. Sogar mit demselben Ablauf, ne? Das bloß, dass es eine tiefer geht, das andere geht höher. Aber es hat dieselbe. The Wall Music Productions Company wurde für schuldig befunden und zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe von. So, The Wall, bla, wurde für nicht schuldig befunden und es wurde beschlossen, keine Entschädigung zu zahlen. Was soll ich jetzt machen? Sollen die eine Entschädigung zahlen oder nicht? Urteil 2? Aber du weißt schon, ne? Das, im Musikbusiness ist es heftig mit den Urheberrechtsdinger. Sieht man auch bei YouTube. Sobald du was hast, so irgendwie musikmäßig, was ein bisschen gleich klingt, kommen die sofort. Ich weiß nicht, also es hört sich schon sehr ähnlich an. Sehr ähnlich. Man darf halt nicht darauf legen. Also es geht ja nur darum, dass sie dasselbe Sample benutzt haben. Also dieselbe. Darum geht es ja nur. Das Lied soll ja nicht eins zu eins gleich klingen, weil dann wäre es ja geklaut. Dann wäre es einfach, das Lied wäre einfach geklaut. Aber es geht halt darum, dass sie dasselbe Stück benutzt haben. Das ist zum Beispiel wie, als wenn einer eine Geige da einspielt und der andere spielt genau dieselbe Geige ein, dann ist es geklaut. Dann ist es Urheberrechtsverletzung. Schwierig. Hm.
Das ist schon eine krasse Summe, ne? Also das ist schon heftig. Also 2 oder was? Lebt ihr alle noch im Chat? Ja, ey, sag mal, seid ihr noch da? Ist die Steuerbetrug also für immer weggesperrt? 1. Also schuldig, schuldig? Kunde sagt nicht schuldig. Doch, Sherry, du bist noch da. Also Geldstrafe. Ja, ja. Na, dann machen wir hier. Schuldig. Entschieden. Aufgrund der Entscheidung, die sie in den Fällen... Oh, Alter, und nochmal Kohle. Haben wir schon überlegen, ja, stimmt. Geil. Sehr schön. Beide klappt. Die sind zwar pleite jetzt. Jawohl. Geld abheben. Komm, hier fertig, Kohle.